Sehr geehrte Damen und Herren, die Arbeitsgemeinschaft Hämato-Onkologische Pflege in Österreich besteht jetzt seit 20 Jahren. Vielen Dank an jene, die ihre Freizeit investieren, um die Qualität der Pflege und Betreuung ständig zu verbessern. Die wichtigsten Säulen der AHOP sind sicher, Verbesserungsprozesse einzuleiten und neueste Entwicklungen zu präsentieren. Arbeitsgruppen wie die KMD-Arbeitsgruppe, aber auch ganze Bildungskonzepte wie die Cancer Nurse sind der AHOP ein wichtiges Anliegen. Ein neues wichtiges Ergebnis der AHOP ist die Entwicklung einer Patientenmappe zur Hilfestellung der Patienten während des Betreuungsprozesses. Als wir bei unserem ersten Treffen festgestellt hatten, dass wir ähnliche Probleme und ähnliche Interessen haben, haben wir als Ziel hauptsächlich die Vernetzung gesehen, damit wir es untereinander zu einem österreichweiten Austausch zu onkologisch-pflegerischen Themen kommt. Also die AHOP hat zentral ein Präsidium, das österreichweit agiert. Über die Länderkontaktpersonen, die im jeweiligen Bundesland sitzen, versuchen wir direkt in die Zentren zu kommen und dort auch Bildung anzubieten. Und die Länderkontaktpersonen bieten halt Lokalbildung an. Um damit den Pflegepersonen einen kürzeren Weg zu Information und Fortbildung zu bieten. Ja, also für mich haben die Pflegepersonen einen sehr, sehr hohen und einen sehr, sehr wichtigen Stellenwert, weil sie speziell in der Phase der Erkrankung sehr wichtige Bezugspersonen für den Patienten sind. Als ich in der Onkologie in Graz stationär aufgenommen wurde, fand ich das Pflegepersonal sehr, sehr nett, hilfsbereit den Patienten gegenüber. Sie waren immer da, wenn man was brauchte, besonders in dieser Zeit, wo ein Patient an Krebs erkrankt ist, braucht er sehr viel Zuneigung, Zuwendung. Für mich war das Pflegepersonal einfach eine große Hilfe. Selbstverständlich muss im Vordergrund eine bestmögliche medizinische, organmedizinische Behandlung stehen, also von einer perfekten Diagnose hin zu einem individuell angepassten Behandlungskonzept mit dessen Umsetzung. Darum herum ist vor allem im onkologischen und hämatologischen Bereich aber natürlich das Thema Kommunikation mit dem Patienten über die jeweilige Krankheitssituation, über die jeweiligen Nöte und Ängste, die dieser Patient hat, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Und auch hier gilt es, diese wichtige Rolle, die Pflegende in diesem Prozess haben, immer wieder zu unterstützen und natürlich in gemeinsamer Abstimmung den jeweiligen Weg für den Patienten und seine Angehörigen festzulegen. Also für eine professionelle Betreuung oder zu einer professionellen Betreuung gehört für mich ganz eindeutig der persönliche Kontakt mit dem Pflegepersonal, unbedingt der psychologische Betreuung in dieser Phase der Erkrankung. Ja, einfach den Erkrankten, die Erkrankte in seiner Gesamtheit wahrzunehmen, anzunehmen und ihn wirklich ernst zu nehmen, all seine Bedenken, Ängsten und Hoffnungen. Also ich wünsche mir von der AHOP, dass sie weiter diese Fortbildungen macht, weil die Therapien werden immer schwieriger, werden immer genauer, diese zielgerichteten Therapien. Wenn Sie nachschauen auf einer amerikanischen Homepage, dann sehen Sie, dass bereits über 90 neue Medikamente, die nicht Chemotherapeutika sind, zugelassen sind. Also es wird immer schwieriger. Und was ganz wichtig ist, glaube ich, ist auch gerade im Sinne des Wohl des Patienten, ist, dass eine Gemeinsamkeit besteht, dass Ärzte und Pflegepersonal sich gemeinsam um den Patienten kümmern, gemeinsam die Therapie durchführen und dass also das Pflegepersonal die Krebstherapie bei Patienten durchführen, weil es ist ganz wichtig, dass unsere Patienten bestens betreut werden. Also ganz selbstverständlich ist es gibt kein Gegeneinander, sondern es gibt nur ein Miteinander. Das ist der Grundeckpunkt. Und der zweite Eckpunkt ist, dass wir zwar unterschiedliche Blickwinkel auf ein und denselben Menschen, auf ein und dieselbe Lebenssituation eines Menschen und dessen Familie haben, dass wir aber diesem betroffenen Patienten nur dann bestmöglich helfen können, wenn wir beide Gesichtspunkte aus ärztlicher Sicht, aber insbesondere auch aus pflegerischer Sicht in unser Behandlungskonzept mit einbauen.
Und der dritte Eckpunkt ist natürlich die Beachtung und die Achtung vor den jeweiligen Aufgaben und Kompetenzen der einzelnen Berufsgruppen, das Respektieren dieser Aufgaben und dieser Kompetenzen und das Bemühen, hier diese Kompetenzen bestmöglich einzusetzen und auch abzustimmen. Also ich wünsche mir für die AHOP, dass es uns gelingt, mehr Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen, die ihr Wissen und ihre Erfahrung als Experten einbringen, die bereit dazu sind, dieses Wissen auch in Fortbildungen, für Vorträge, aber auch als Experten zur Verfügung zu stellen.